Also das ist ja mal ein komisches Weihnachten hier, ne? Kurz ein bisschen, wie soll ich sagen, kurze Sequenz? Eine little kurze Sequenz? Aber na gut, es ist, was soll man sagen, es ist ein Spiel. Kann man hier irgendwie zaubern? Oder die Leute ansprechen? Tag, Harry! Tonks, wie ist die Arbeit so als Auror? Ich möchte auch mal Auror werden. Nun, jede Menge harte Arbeit. Aber ein Jäger schwarzer Magier zu sein, hat seine Vorteile. Nur sei gewarnt, man muss eine ganze Menge lernen. Harry, wie geht's? Gut. Die Sache mit Mr. Weasley muss schlimm für dich gewesen sein. Wir sind froh, dass du uns warnen konntest. Ansonsten wäre alles viel schlimmer gewesen. Okay, man kann ansonsten nicht wirklich interagieren. Action! Depulso! Wingardium Leviosa! Ja, und wohin damit? Wieder auf den Tisch, oder was? Komm, wir stellen das Ding wieder auf den Tisch, wenn es funktioniert. Jo, hat funktioniert. Und auf dem Tisch, das reicht so. Und das hier können wir irgendwie auch noch wegzaubern, ne? Das nehmen wir auf die Küche. Oh. Gut, dass du halt dahin musst, ho, das wird so nicht besser. Das kriegen wir sonst nirgends irgendwo untergemacht. Oh. Achso, das ist wieder das Ding von vorher. Okay. Sonst hier ist noch was auf dem Kochherd, aber das kriegen wir so nicht hin. Ach so, jetzt haben. Oh, jetzt hat OBS sogar ein Update bekommen. Jetzt ist sogar beim Livestream so ein Livestream-Zeichen und beim Aufnahme so ein Aufnahme-Button. Das ist ja genial. Also habe ich nicht gemerkt. So, nur für die Info. Ja, wir können hier wirklich sehr viel anfangen. Ich muss schon sagen, das ist genial. Und da unten ist die Küche natürlich immer was los. Wir können nicht rennen. Depulso! Wir können irgendwie immer Lampen umnieten. Ist das normal? Okay, da kommt jetzt kein Schreck, wenn wir hereintreten. Das fürnehme und gar alte Haus der Blacks. Lestrange. Sie sitzen in Azkaban. Ich wohnte hier, bis meine Mutter mich rauswarf. Ich hasste sie alle und zog bei deinem Vater ein. Hast du Creature irgendwo gesehen? Er ist jetzt schon längere Zeit verschwunden. Er hat doch nicht etwa das Haus verlassen. Er mag mich vielleicht verachten, aber dazu braucht er immer noch meine Erlaubnis. Nein, er treibt sich hier irgendwo rum. Ich suche ihn besser. Ach, das wird schon. Wir haben ihn nirgends irgendwo gefunden. Oh. Ja, das Ding kann man auch umnieten. Was ist hier eigentlich los? Hier kann man alles umnieten. Die Dinger. Das sind wahrscheinlich die Nachbarn, beziehungsweise nicht Nachbarn, sondern die Vorfahren. Verräter eures Blutes! Hab ihn gefunden! Ah ne, das ist die Mutti. Stimmt. Oder irgendwie die Großmutter. Ich glaube, die Großmutter ist es. Die haben sie einfach aufgehängt. Zu Ehren. Hier geht's rein, aber da nehmen wir natürlich noch eine Runde nach oben. Ich glaube, hier ist sie. Sehr. Und hier gibt's nichts. Aber warum kann man da nicht entdecken? Da hört man zwar was und er schrickt sich ein in die Hose, aber passieren tut nichts. Hallo. Hallo, Harry. Hör mal, Kumpel, wegen meines Dads. Ich weiß, es tut mir leid. Wieso leid? Du hast ihm das Leben gerettet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn verletzt. Das kann nicht sein. Hermine behauptet doch immer, dass man in Hogwarts nicht apparieren oder disapparieren kann. Du kannst es nicht gewesen sein.
Hast du Creature gesehen? Ich wollte ihm sein Weihnachtsgeschenk geben. Nein, habe ich nicht. Aber wirklich, warum Creature? Depulso! Action! Ansonsten kann man ja nichts tun. Hast du Creature gesehen? Ich wollte ihm sein... Nein, hab... Ist da irgendwo im Kämmerchen? Ich glaube, da ist ja... Da war, glaube ich, im Buch hinter der... Hinter der Küche im... Was steht hier? Tut mir leid, Hedwig. Ich kann dich nicht rauslassen. Ach so. Dumbledore meint, Eulen würden die Aufmerksamkeit auf das Haus lenken. Er hat natürlich recht. Wir sollten mit Hermine und Ronald sprechen, haben wir es gemacht? Verräter eures Blutes! Ja, ja, du alte Schrulle da. Hör mal auf. Oder warte mal kurz. Haben wir noch eine Chance hier hin? In die... Was machst du da, Ginny? Creature versteckt Sachen, damit wir sie nicht wegwerfen können. Mom hat mir aufgetragen, hier nach den übrigen Sachen zu suchen. Sei vorsichtig, in diesem Haus gibt es ein paar wirklich gefährliche Sachen. Aktion! Du hast gefunden. Sieh dir das an. Geht nicht auf. Mal sehen, was da noch so ist. Wingardium Leviosa! Nichts. Oh, hier ist noch was. Ich bin so müde. Vorsicht, Harry. Mal sehen, was da noch so ist. Ich glaube nicht viel. Öffnen können wir sie nicht, oder? Bis später, Harry. Vergiss nicht, wir müssen fertig sein, wenn der fahrende Ritter kommt. Ich habe immer noch nicht alles gefunden. Kannst du mir helfen? Bis später, Harry. Vergiss nicht, Aktion! Depulso! So, hier bestimmt irgendwie noch was. Was ist das für ein Buch? Noblesse der Natur. Eine Genealogie der Zauberei. Noblesse der Natur? Mal sehen, was hier noch so ist. Hier gibt's eher noch ein Buch, ne? Stimmt, irgendwo gibt's noch Orden Bücher. Orden der Merlin erster Klasse. Oh. Das gehört Sirius' Großvater. Sirius meinte, sein Großvater hätte dem Ministerium jede Menge Gold gegeben. Sirius ist mit jemandem verwandt, der sich benimmt wie Lucius Malfoy. Komisch, was? Sie sind verwandt. Lucius Malfoy hat Narcissa Black geheiratet. Das bedeutet, Sirius hat Draco in der Familie. Kein Wunder, dass Sirius nichts mit ihnen zu tun haben will. Danke, Harry. Ich glaube, das war's. Ich packe jetzt besser. Bis später. Okay, die packt jetzt. Und, die Frage ist, wenn es mit Tonks und... Ach. Ach. Wurmschwanz mit Tatze reden. So rum. Tatze. Wurmschwanz ist ja der andere Herr. Warum mag Snape meinen Vater nicht? Snape und dein Vater haben sich nie verstanden. Manchmal ist das eben so. Snape hat keine Gelegenheit ausgelassen, James zu verfluchen, und James wollte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Hätte ich auch nicht getan. Oh, da ist ja unser Freund und Helfer.
Da hinten, ja, ich sehe da mal nichts. Aber okay. Wir sprechen mit Arthur Weasley. Irgendwie hat er da Hand. Die Hand ist viel zu klein. Guck mal. Ist das proportional? Ich glaube nicht. Aber egal. Geht es Ihnen gut, Mr. Weasley? Aber klar doch, Harry. St. Mungo war eine interessante Erfahrung. Ein Heiler im Praktikum hat mir ein paar alte Muggelheilmethoden gezeigt. Sie nähen Wunden mit Fäden zusammen. Faszinierend. Was ist bei dem Angriff wirklich geschehen? Es ist ganz einfach. Ich hatte einen langen Tag, bin eingedöst, jemand hat sich angeschlichen und zugebissen. Bist du bereit für die Schule? Ja, es kann losgehen. Du solltest mit Sirius sprechen. Er wartet im Gobelinzimmer auf dich. Das haben wir doch schon getan. Wir haben doch schon geredet. So, wie bitte? Wie soll man nochmal? Rauf. Gobelinzimmer. Ist es das, die ganzen Wanddekorationen, beziehungsweise die ganzen, Wenn meine Herrin wüsste, dass Ungeziefer ihr Haus verpestet, würde es ihr das Herz brechen. Meine Mutter hatte kein Herz. Jetzt hau ab, Creature. Wie immer der Herr sagt. Fiese Ratte. Guck mal. Das ist wieder hier. Obwohl ich das Ding nach hinten geschoben habe. So. Wird Zeit für dich nach Hogwarts zu gehen. Ständig müssen wir uns verabschieden. Es wird natürlich nicht immer so bleiben. Harry, du bist ein guter Mensch. Harry, es ist Hagrid. Er ist zurück. Hagrid, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ach, ist ein bisschen kompliziert, weißt du? Was ist los, Hagrid? Kann nicht weg, ohne jemanden von ihm zu erzählen. Von wem? Kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Grob ist doch mein Bruder. Nun, Halbbruder. Grobby, böser Junge. Darf ich vorstellen? Hermine. Hermine. Es wird alles immer zu abgebrochen. Das ist alles immer... nicht gut. Hey, Harry. Du musst zu Snapes Büro. Du hast doch jetzt Oklumentik. Danke, dass du mich daran erinnerst. Reicht schon. Kriegen wir alles hin. Was ist hier? Ist sie hier unten? Okay. Das wird alles viel zu schnell abgekürzt. Okay, Harry. Das nennt man ja ein toller Anfangsspruch. Okay, Harry. Das ist ja wirklich top. Aber ja, wir müssen zum Unterricht. Musst du nicht zu Snapes Büro? Ich will nach oben. Ich klicke auch nach oben. Aber warum geht der nach unten? Warum geht der nach unten, wenn ich mit der Taste W nach oben, wenn ich hier hinrenne? Also so rum für euch. So rumrenne. Warum rennt der gegen nach unten? In die komplett entgegengesetzte Richtung. Wir nehmen mal hier die auch noch. Den Rahmen auch noch mit. So, ich wusste, irgendeiner haben wir noch nicht. Snapes Büro? So, die überdachte Brücke. Wir sind immer noch zu dritt, ne? Unterwegs. Wir können noch nicht aufs Dach oben hier im Innenhof. Das können wir noch nicht tun. Ein Glockenturm-Innenhof können wir noch nicht tun. Hier mit den Sitzbänken dann irgendwie hier hoch oder was hier hoch? Ich weiß gar nicht. Jetzt sehen wir es gerade nicht, weil es eine komische Ansicht ist. Genau. Ist, glaube ich, ist es immer diese Ansicht, oder? Jo, es wird immer... Nee, guck mal an. Hier hoch. Musst du nicht zu Snapes Büro? Hier hoch. Herr Ronald, bitte sehr. Musst du nicht zu Snapes Büro? Ich trommel die anderen für das DA-Treffen zusammen. Wir sehen uns später. Ja, wir sehen uns später und die sitzt immer noch hier. Hier muss doch... Hier ist doch... Das sieht man jetzt hier wieder nicht. Komm schon, wir haben jetzt Unterricht. Naja, wir haben auch Unterricht. Ich denke mal, Snape, das muss bestimmt irgendwo unten sein. Wir gehen mal, zur fetten Dame. Was ist das? Koteletts und Bratensoße. Das ist nicht die fette Dame. Das ist nicht die fette Dame, denn die fette Dame ist ja... Das Tor zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Das Tor zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und
Hier tun sich wieder die Wände auf. Da müssen wir jetzt wieder warten. Wir müssen, glaube ich, ganz nach unten. Soweit mein Kopf da richtig ist, müssen wir wirklich ganz nach unten, um Oklumentik zu unterrichten. Und ich denke mal, das lassen wir, denn für heute ist wieder Schicht im Schacht. Wir gehen eine Runde joggen, keine Ahnung was. Aber ich denke mal, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wenn es soweit ist und wir Oklumentik, wenn wir Oklumentik lernen bzw. üben. Und darum einen wunderschönen guten Tag.